mal kurz eine Pause einlegen, nach 18.521 Kilometern zu Fuß um die Welt. Die Weltenbummler Heiko Gärtner und Tobias Krüger machen für ein paar Tage Station in Postbauer Heng, im Elternhaus von Heiko Gärtner. Zeit für ein entspanntes Gespräch über ihre Erlebnisse in den letzten knapp 3 Jahren. Schon oft haben wir über die beiden berichtet. Als Wildnismentoren, Survival-Trainer und Extremjournalisten haben der Neumarkter Heiko Gärtner und der aus Hannover stammende Tobias Krüger schon so manches Abenteuer erlebt. Sie waren als Obdachlose durch Deutschland gereist oder hatten beispielsweise die Zugspitze blind bestiegen. Am 1. Januar 2014 starteten sie von Postbauer Heng aus ihre Reise zu Fuß um die Welt. Mit kleinem Gepäck und großen Zielen. Also wir sind ja von hier aus gestartet, sind den Jakobsweg runter durch Frankreich bis nach Santiago de Compostela gegangen. Also an der Nordküste entlang, sind dann weiter nach Fatima in Portugal, dann durch die spanische Wüste, also durch die Extremadura, zurück nach Andorra, dann nach Frankreich nochmal, also an der Mittelmeerküste entlang. Dann den Winter über haben wir in Italien verbracht, sind bis nach Rom runtergewandert, nach Assisi und dann in die Balkanländer. Also da war so dieser erste Teil, wo es so wirklich ursprünglich auch ein bisschen wilder wurde, was uns dann auch von dieser Reise sehr viel wieder an unsere Survival-Kurse von früher erinnert hat, das, wo wir eigentlich komplett im Zelt übernachtet haben und sind dann weiter runter nach Griechenland. Den Winter, das war dann unsere einzige Ausnahme eigentlich bislang, wo wir nicht gewandert sind, sondern wo wir mit dem Schiff dann nochmal nach Süditalien übergesetzt sind, sind dann in Italien im Winter gewesen. Und im Frühjahr sind wir zurück nach Griechenland und dann durch Bulgarien, Rumänien, Ukraine, Moldawien bis Ungarn und dann Slowakei, Tschechei, Polen, Österreich und jetzt ja vor ein paar Wochen wieder nach Deutschland. Für viele stellt sich hier die drängende Frage: Warum stürzt man sich in ein so großes und unabwägbares Abenteuer? Es ist ein Hunger. Es ist ein unstillbarer Hunger, den man in sich trägt. Dieses Forschen, dieses Entdecken wollen, ist, teilweise ist es immer so, wo man sagt, naja, der Kolumbus, den haben die Leute auch gemischt. Der wollte ja auch was rausfinden und uns geht es genauso. Also hinter jeder Ecke vermutet man irgendeinen neuen Schatz, den man sehen und ergreifen kann, wo man sagt, ah okay, jetzt bin ich wieder ein Stück näher an dieser Heilungsformel, die ich eigentlich haben will. Oder du lernst Leute kennen, für die ist es vollkommen verständlich, ach das ist ganz einfach, das macht man so und so. Und wäre man jetzt zu Hause geblieben, wenn man davon ausgeht, hätte man das niemals erfahren können. Und diese Bereicherung, das empfinden wir als sehr, sehr lohnend. Beide Männer sehen ihre Reise als Abenteuer des Lebens. Zu zweit unterwegs, um die Welt zu entdecken. Wäre das alleine auch möglich oder gibt einem der Wegbegleiter auch den nötigen Halt in allen Lebenslagen? Oh, alleine, da haben wir oft Phasen gehabt, wo wir gesagt haben, oh Gott, wenn wir hier jetzt alleine wären, da wird es entweder durchdrehen oder sofort den ersten Zug nehmen und nach Hause fahren. Also ganz oft ist es so, dass du diese moralische Unterstützung brauchst, zu sagen, okay, da ist jemand dabei, der mir sagt, ich bin nicht komplett verrückt. Und auch, dass du weißt, also du kannst dich aufeinander verlassen. Also du hast immer, wo du weißt, wenn jetzt irgendwas passieren würde und wenn es jetzt so ein Tag ist wie in Bulgarien, wo du für 5 Kilometer im strömenden Regen einen Schlammweg lang wanderst und dein Wagen sinkt bis, also wirklich teilweise bis zum Bauch, stehst du im Wasser, der Wagen sinkt komplett ein und du weißt, ich kann da jetzt durchgehen und im Notfall würde mich der andere mit rausziehen. Und du kämst vielleicht auch alleine raus, wenn du alleine wärst, aber also, dass du das nicht mit Gewissheit sagen kannst. Und da sind schon oft Momente dabei, wo du sagst, also alleine ist das unmöglich. Also ich würde auf jeden Fall aufgeben. Wer die Weltreise miterleben möchte, der kann die beiden Abenteurer im Internet verfolgen und immer wieder mal reinklicken ins Reisetagebuch. Und das ist bestückt mit tollen Fotos und Videos. Denn Filmen ist eine der vielen Leidenschaften von Heiko Gärtner und Tobias Krüger. Also es sind immer so Momente, wo man sagt, also jetzt lohnt es sich gerade. Ganz oft ist jetzt
wo man auch sagt, das ist einfach irgendwo so ein Alltag. Du gehst eine normale Straße entlang und wenn du das jetzt jeden Tag filmen würdest, dann wäre es auch nicht besonders spannend. Es sind dann immer so Momente, wo man sagt, also oft so, wo man sich im ersten Moment ärgert. Man ist jetzt in irgendein Gebiet reingeraten, dann endet die Straße und du musst erstmal durch ein Flussbett durchgehen oder die Straße besteht nur noch aus Lehm und ist so rutschig geworden, dass du den Abhang nicht mehr laufen kannst, sondern runterschlitterst. Und ich sage erstmal, verdammt, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Also, egal, dann holen wir jetzt erstmal die Kamera raus, filmen das und dann haben wir, egal wie das jetzt hier ausgeht, immerhin gutes Bildmaterial. Oder auch, Tierbegegnungen oder, also man schaut schon, dass man immer so die besonderen Momente festhält. Land und Leute kennenlernen, Natur und Besonderheiten erleben. Jeder Tag bietet neue Eindrücke. Also das Schönste an Ländern, da gibt es zwei Bereiche. Das eine ist diese unheimliche Herzensverbundenheit der Menschen. Also Frankreich, ich kann jedem Menschen nur Frankreich empfehlen, vor allem der nördliche Bereich. Diese Gastfreundschaft ist einfach absolut unübertroffen. Du wirst in die Familie aufgenommen, abends geben dir die kleinen Kinder noch ein Bussi aufs Backerl, wenn sie ins Bett gehen. Es ist einfach ein Traum. Also die Oma backt abends noch ein paar Crêpes für dich mit Honig und also man wird kugelrund und ja, das muss man wieder ablaufen, aber es ist einfach schön. Das Zweite ist, wenn man vollkommen in der Natur eintaucht, also wir haben einige Länder erlebt, am Tag 10, 15 verschiedene große Schlangen, du hast die wilden Schildkröten, die du fangen kannst und dir genau anschauen kannst. Das sind einfach Begegnungen mit Lebewesen oder dass der Bär hinter dir vorbeistapft, da ist mal der Luchs, der wieder seine Spuren hinterlässt. Das hinterlässt auch in dir Spuren. Also du merkst plötzlich, okay, da waren wir immer einheimisch. Also auch diese Sommer, die wir verbringen mit 150 Tagen, wo wir meistens draußen schlafen, das ist nicht, dass wir uns unwohl fühlen. In der Zeit ist das unser Zuhause. Im Winter suchen wir uns zivilisationsstarke Staaten, wo wir dann eben wieder da unterwegs sein können und innen schlafen, weil es doch ein bisschen kalt ist. Wen jetzt die Reiselust packt, der sollte aber noch einmal ganz genau nachdenken, ob er wirklich alles hinter sich lassen möchte, um die Welt ohne Geld zu erobern. Denn nicht für jeden ist der Weg das Ziel. Man kann sagen, es gibt zwei verschiedene Wege, um zu sich selber zu kommen und um irgendwo so diese Geheimnisse vom Leben zu erkennen. Und das eine ist halt, du schaust dir die ganze Welt an und beobachtest und ziehst immer verschiedene Schlüsse, also sortierst alles zusammen. Und das andere ist, du bist an einem Ort und schaust dir diesen Ort so genau ein, dass du darin die ganze Welt erkennen kannst. Weisheiten und Erkenntnisse, die auch in das neue Buch der Abenteurer einfließen, die noch lange nicht am Ende ihrer langen Reise angekommen sind. Unser Plan ist es jetzt, also alle Kontinente sich anzuschauen, jedoch in jedem Kontinent jedes Land einmal zu durchwandern. Momentan sind wir bei 28 Ländern. Wir haben jetzt 18.600 und ein paar zerquetschte Kilometer hinter uns. In Europa sind es jetzt noch 23 Länder. Und ja, so Gott will, wenn wir dann mit dem Segelschiff dann nach Amerika rüberkommen, auch wieder so. Aber das werden wir dann sehen, wenn es in 2 Jahren und 3 Monaten soweit ist. Dann werden wir sicher wieder über die spannende Weltreise von Heiko Gärtner und Tobias Krüger berichten.